Hallo, willkommen zurück, The Evil Within. Und ja, neue Aufnahmesession, ihr seht's. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir, gewesen sind. Und außerdem nehme ich diese Folge jetzt genau dann auf, wie die letzte ausgelaufen ist. Ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe, dann an dem Tag auch noch hochzuladen. Muss ich mal gucken. Ich hatte ja gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich dazu komme, jetzt regelmäßiger The Evil Within aufzunehmen. Ich habe eine längere Aufnahmepause gehabt und muss dazu sagen, ich bin voll raus. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Ich habe keinen blassen Schimmer. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. Wir... Okay. Ah, ja. Ach, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Oh. Mein. Was? Was? Geh tot! Geh doch! Munition alle? Munition alle? Was? Was? Juckt mich schon wieder im Auge. Gerd sehen das Auge. Und da muss ich mal gleich einen Schluck drauf trinken, kleinen Moment. Was ein geiler Start. was ist denn hier? Wieso? Huch. Ach, wie war der nochmal? Nein, das wollte ich egal. Na, egal. Okay, wir können noch einen Explosionsbalzen. Ihr merkt, ich bin noch gar nicht richtig im Element. Explosionsbolzen herstellen. Ja, ich hatte eine längere Aufnahmepause, aber ich habe viel The Crew gespielt und... wir sind sehr gut ausgerüstet. Zwei Erste-Hilfe-Koffer. Eine Spritze. Naja, gut. So gut ausgerüstet sind wir nun auch nicht. Munitionsmäßig sind wir ganz schön am Arsch. Am Arsch. Ich entsinne mich, dass wir, glaube ich, von hier gekommen sind. Ich würde gerne trotzdem mal hier gucken, was hier ist. Weil da lag, glaube ich, Haargel. Naja. Ich habe ja gesagt, ich spare nicht mehr auf die 50.000. Da mir der Weg einfach zu weit ist. Wow. Mal eben nachladen. Und werde mal auf die Schnelle mal eben die... Ach, die Magnum haben wir gar nicht ausgerüstet, merke ich gerade. Weil wenn wir schon keine Normalpistolenmunition haben, werde ich mal die Magnum... Huch. Was war jetzt? Okay. Vielleicht hatten wir die doch ausgerüstet und ich habe es nicht gesehen. Was ist das? Was? Huch. Ich kann nicht nach oben gucken, weil ich die ganze Zeit dann unters Wasser gucke. Kleinen Moment. Entschuldigung. Nein, bitte nicht. Nein! Was? Was war das denn? Ich werde mal in den Schleichmodus gehen. Huch. Ja, Kontrollpunkt, geil. Freude pur. Ich komme gerade ein bisschen vor wie bei Daylight in dem Keller, in diesen Ruinen oder wo wir da waren. Seit der einen Folge habe ich immer so ein bisschen Angst, dass jemand hinter uns steht. Weil da ja, das war unheimlich... Mein, juckt's mich schon wieder.
Oh, das gibt's doch nicht. Und seitdem bin ich da so ein bisschen vorsichtiger. Nein, 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 nein. Ah! Was? Oh, ihr Mistdecke! Was? Wieso kriegt er denn keinen Schock? Wieso kann ich ihn nicht anzünden? Und wo ist er hin? Was? Wieso krieg ich denn... Hä? Aua! Okay, ich werde mal sterben. Das ist mal klar. Möchte ich auch, bin ich ganz ehrlich, weil... Scheiße! Och nein. Ich sollte besser aufpassen. Ich sollte besser aufpassen! Und was ist hier? Warum? Wieso? Weshalb? Wie kommen wir dahin? Mann, jetzt haben wir so viel Leben verloren, dass es gar... Noch mehr Hagel? Oh, so viel Hagel! Naja, so viel ist es jetzt auch nicht, egal. Ich möchte gerne mir die Statue holen. Ah, hier wahrscheinlich. Aber ich sollte besser aufpassen. Wohlgemerkt, dann schauen wir doch mal. Also sind hier auch wieder schöne Fallen am rumliegen? Das kennen wir ja schon. Ich habe schon wieder so einen Frosch im Hals. Gerade noch gesehen. Oh, war das knapp? War das knapp? Ich weiß gar nicht warum. Aber es ist schon so lange her, dass wir einen Schlüssel gefunden haben. Entweder habe ich da gar nicht drauf geachtet oder ich bin einfach trottelig vorbeigerannt. Okay, ich schätze mal, da oben müssen wir hin. Ich werde mal hier lang gehen. Ich traue dem Brat nicht mehr. Nachdem wir da Day of Tentacle gesehen haben. Ja, schau mal einer an. Eine Bombe. Ich werde die Bombe mal Bombe sein lassen, weil ich habe da so ein bisschen Angst vor, dass wir da... Ja, ja, ja. Eine Bärenfalle unter Wasser. Genau, wie sollte ich die denn sehen? Bitte. Wollt ihr mich verarschen? Scheiß Kackspiel. Entschuldigung. So. Was ist das? Okay, ist einfach nur ein sinnloser Gang. Naja, dann schauen wir doch mal, dass wir... Ich werde mal Licht ausmachen. Das... Ich sag ja, seitdem wir die Truller da hatten und ich traue dem Braten einfach nicht mehr hier. Da liegt eine Granate. Na, schauen wir mal. Und Basti hat eigentlich gesagt, er tritt so schnell nie wieder in Wasser. Lalalalalala. Hupala, muss mal eben hier meinen. Kleinen Moment, muss mal eben klein meinen. Mein Mikrofon richten, dass ich hier so ein bisschen. So. Sieht so aus, als könnten wir hier was tun. Schauen wir doch mal. Was? Aua! Es juckt mich. Ah, so. Verteilerkastensicherung. Eine Hochspannungssicherung aus einem Verteilerkasten. Sie funktioniert noch und kann erneuert werden. Ah, ha. Das ist gut zu wissen. Ich habe eine Vermutung, wie der Bosskampf aussehen wird. Ich frage mich hier, warum mir gerade eine Flasche rumliegt. Ich meine, Flasche spielt gerade, aber rumliegt? Nee, da will ich noch nicht lang. Ich habe nämlich eine ganz große Vermutung, wenn da wirklich so ein Tentakelmonster kommen sollte, dann vermute ich mal, dass das mit dem Strom irgendwie was zusammenhängt, dass man da irgendwie den Strom einschalten muss.
seit dem Wassermonster habe ich keinen Bock mehr im Wasser, bin ich ganz ehrlich. Bei diesem scheiß Fred da. Wasserfred. Oh, da liegt Hagel. Lalala. Ist ja alles sehr, sehr lecker hier. Was? War da was zum Aufnehmen? Ah, ne. Hehe. Konnte man den von hinten killen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich werde mal hier versuchen, erstmal zu sammeln alles. Die Spritze nehmen wir mit. Shotgun Shells nehmen wir mit. Da liegen normale Pistolenmunition. Ich versuche, die mal aufzunehmen, ohne dass wir ihn... Ah, er hat uns schon bemerkt. Was? Entschuldigung. Weiträumig umfahren werde ich dieses Loch. Ja. Warum? 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 So. Dann schauen wir doch mal. Oh. Wir kriegen hier verdammt nochmal sehr, sehr viel an Gezeugs. Hallo? Was, willst du mich verarschen? Die Riesenkiste zertrümmert er mit der bloßen Faust und tritt drauf, aber diese scheiß Pisskisten hier da ist nix, oder was? Was ist das für ein komisches Geräusch? Ach, das ist wahrscheinlich wieder so Stromgedöns. Und ich frage mich, warum müssen wir hier langlaufen? Und warum ist hier alles so voller Glibber und... Hast du nicht gesehen? Und wo ist überhaupt Josef? Der alte Haudegen. Wo ist der? Wo ist der überhaupt? Oh, Titis, ja, Checkpoint, geil. Kann man die da reinlocken vielleicht? Ist das vielleicht so gewollt? Dass man das als Falle benutzen kann? Ich würde gerne vorbeischleichen, wenn es geht, wenn es möglich wäre. Oh, da hinten steht einer. Ist das fies? Komm ich hier vorbei? Bleib schön da hängen. Bleib schön. Ah, wenn ich jetzt... Ah, da ist ein Ventil. Das werden wir wahrscheinlich brauchen. Wenn wir aber jetzt anfangen zu schießen, dann fallen wahrscheinlich die anderen runter. Gehe ich mal ganz stark von aus. Sieht der uns eigentlich oder kann der uns nur hören? Weiß es gerade gar nicht. Der müsste uns theoretischerweise doch jetzt sehen, oder? Lalalala. Ja, er hat uns gesehen. Ich weiß, er ist nicht der Schnellste. Ich werde mal versuchen, in den Strom irgendwie reinzulocken. Was, was? Nein, 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 nein. Lad nach, lad nach. Lad doch nach, lad doch nach. La 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 la. Sterben. Gesterben. Gesterben. Oh, mein Gott, habe ich ja ganz vergessen, dass sie ja die Viecher in der Brust haben.
nichts fallen gelassen? Das ist aber merkwürdig. Naja. So. Dann schauen wir mal. Da haben wir natürlich wieder eine Menge verballert. Gut, jetzt kann ich hier auch rumlaufen. Ist mir auch egal. Ah, hierfür brauchen wir wahrscheinlich das Ventil. Nun gut. Hi, mein Freund. Wie geht's? Ciao! Was? So. Ciao! So, jetzt aber. Komm hin, komm hin, komm hin. Komm hin. Was? Nein, 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 nein. Willst du mich verarschen? Ciao! Das gibt's doch nicht. Okay. Bin ich mal so großzügig und nutze mal die Spritze. Genau, hier hinten liegt die Pistolenmunition, wo wir sie vorne hätten gebrauchen können. Und hier ist eine Sicherung. Oder ein Sicherungskasten. Wo wir dann wahrscheinlich, denke ich mal, vermute ich mal, dass wir da die Sicherung einsetzen können. Ach nee, doch nicht. Ah, nein. Was? Wo kommst du denn her? Hi! Komm her! Komm her! Hallo? Er brennt nicht! Nein! Entschuldigung. Wieso fällt er nicht um? Oh, das gibt's doch nicht. Munition alle. Was? Alter, das glaube ich doch jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Ciao. So. Ciao. Wo kommen die auf einmal alle her? Wieso sch... Was? Uah. Oh nein. Oh, geht weg. Geht doch... Nein. Warum? Warum? Wieso? Oh, scheiß Kack-Arschloch-Spiel. Oh nein. Das ist aber jetzt echt schwer, weil wir echt karg mit Munition sind. Ich würde sagen, das ist ein Fall für den nächsten Reflex, der sich hier ins Fegefeuer begibt. Und dann schaltet ihr das nächste Mal auch wieder ein. Ja, bei The Evil Within. Macht's gut. Ciao.